Grüß dich, Servus. Heute geht es um das Thema Google Ads. Richtig einsetzen im Bereich Werbemaßnahmen für IT-Produkte und Dienstleistungen. Und das ist gar nicht so einfach. Warum? Gleich vorweg. Dieses Video ist eher für Anfänger. Ja? Sei es jetzt halt Anfänger im Bereich Google Ads beziehungsweise Anfänger im Bereich Google Ads für die IT-Branche. Weil je nach Branche funktionieren Ads manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, sind manchmal teurer, manchmal günstiger und manchmal unterschiedliche Plattformen sinnvoller als manche Plattformen wieder sinnvoller als wie wieder bei anderen Branchen. Also zum Beispiel ganz konkret B2B, Business to Business, ja, in der IT-Branche ist es in der Regel so, dass du quasi ganz oben angesiedelt hast du halt LinkedIn und Google. Ne? Also die gehen sozusagen, sind mehr oder weniger auf Augenhöhe. Warum? Weil halt nun mal LinkedIn die B2B-Plattform Nummer 1 ist. Ich würde mal sagen, Xing ist seit ungefähr 2-3 Jahren mehr oder weniger irrelevant. Im deutschsprachigen Raum, davor war es mehr oder weniger Xing. Und international ist LinkedIn schon seit 20 Jahren richtig wichtig eigentlich. Ja, ich kann mich noch zurückerinnern, als ich meine ersten Jobs hatte nach der Uni. Ja, da war das sozusagen, ich habe ja in England studiert. Ja. Also ich habe mehrere Universitäten besucht, sagen wir es mal so. Das absolut beste Studium hatte ich in England und da war es halt so, also da war hier quasi kaum jemand auf LinkedIn. In England hast du fast keinen Job mehr bekommen ohne LinkedIn. Ja. Und mittlerweile geht es auch auf alle anderen Länder auch über. Und es ist nicht so weit verbreitet wie zum Beispiel Facebook, würde ich mal sagen, und so weiter, aber es gibt aktuell ungefähr 800 Millionen Nutzer. Das zweite ist halt einfach Google und das Ganze ist quasi in Wechselwirkung. Bedeutet, im B2B, wo man also viel Geld in die Hand nehmen muss, wo viele, sagen wir mal, kleine Mikro-Steps eben vorhanden sind, bis man letztendlich dann eine Kaufentscheidung hat. Also es gibt Studien, die reden von 30 bis 40 Touchpoints im B2B-Segment. Ist es halt, und häufig sind es auch mehr wie einer Entscheider. Es ist halt einfach mal so, du hast teilweise unterschiedliche Entscheider und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, generell bin ich immer noch dafür, dass ich sage, okay, Telefonakquise, ja, ist halt einfach mega stark in dem Bereich halt. Ja, klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Stifte verkaufst, ist es wieder was anderes, ist ja klar. Ne? Wir reden eben einfach immer von bestimmten Nischenbranchen und da funktioniert halt das eine wieder besser wie das andere und umgekehrt. Ja? Also ich habe überhaupt nichts gegen Facebook-Werbung, ich finde einfach nur die Plattform, also da äußere ich mich jetzt nicht, also hat mir noch nie gepasst, ja? Und hat mich auch persönlich noch nie interessiert und ich habe mich auch zum letzten Mal persönlich, ich weiß nicht vor wie vielen Monaten bei Facebook eingeloggt. Und auch alle diejenigen, die mich irgendwie versuchen, über Facebook-Werbung zu erreichen, haben es wahrscheinlich noch nie geschafft. Ja? Ganz im Gegenteil zu YouTube. Ja? Oder was ja Google ist oder Google generell. Ja? Oder auch LinkedIn. Ja? Und dann, wenn du also LinkedIn und Google verstanden hast, dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal irgendwie so Remarketing, keine Ahnung, ja, der Entscheider, der normalerweise irgendwie 12 Stunden am Tag im Büro sitzt, sitzt halt irgendwie dann abends um 10 auf der Couch und loggt sich eventuell in Facebook ein und jetzt halt machst du Retargeting oder sowas, ja. Also irgendwann kommt dann vielleicht auch nochmal ja, Instagram und irgendwie was anderes. Aber LinkedIn und Google, darauf konzentrieren wir uns. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen mehr das Google Ads an. Und also letztendlich Google. Ja, für die IT-Branche. Und da ist es halt einfach, der blaue Stift funktioniert wieder nicht mehr, wie immer, aus. Da ist es halt einfach so, dass wir hier ganz besondere Herausforderungen haben, wie wir in vielen anderen Branchen und Fällen nicht haben. Denn in der IT-Branche haben wir ganz viele Brand-Terms, die wir häufig so nicht verwenden dürfen. Also mal angenommen, hauptsächlich meine Kunden zum Beispiel sind jetzt halt quasi SAP-Berater, ja, oder Softwareentwickler, Agenturen, die sich spezialisiert haben auf Adobe-Lösungen, ja, Adobe-CRMs und CMSs und so weiter. Oder halt zum Beispiel auf, was gibt es noch, Core Media,
und Intershop und so weiter. Das heißt, auf diese Begriffe, die die stärksten Begriffe überhaupt sind, darfst ja du sozusagen in der Regel, aus du hast Sonderregelungen und Abmachungen und so weiter, nicht so direkt da irgendwie jetzt Ads draufschalten. Das heißt, du bist hier schon mal beschränkt auf sogenannte Non-Brand, ja, Keywords. Ja, und da, je nachdem, wo du eben zu Hause bist, ob jetzt bei Adobe, Oracle oder Comedia oder sonst was, bist du schon mal von vornherein limitiert. Anders natürlich, wenn du jetzt quasi so ein Allrounder-Agentur bist, also so individuelle Softwareentwicklung anbietest, Open Source, ja, diese ganzen Begrifflichkeiten wie Java, ja, PHP und so weiter, auf diese ganzen Terms kannst du sehr wohl bieten, ja, die sind aber in der Regel auch relativ teuer. Das heißt, du hast dann hier quasi die zweite Non-Brand Keywords, dann hast du hier das zweite Thema, ist letztendlich die Preisgestaltung. Okay, und wenn du jetzt dir sagst, okay, ich habe jetzt XY-Budget, das möchte ich einfach mal versuchen, hier Google Ads zu machen. Und das sind die meisten, die mich so über YouTube kontaktieren und ich veröffentliche halt das Video hier auf YouTube. Die haben in der Regel nicht 10.000 oder 20.000 Euro zur Verfügung. Die haben meistens immer so zwischen 1.000 und 3.000 Euro Ad-Budget im Monat. Ja? Und jetzt musst du dir halt denken, okay, jetzt muss ich quasi es schaffen, hier Traffic zu generieren, ohne dass ich natürlich meine 1.000 bis 3.000 Euro Werbebudget im Monat sprenge. Und ich brauche aber da so mal schon mindestens mal, also es gibt so eine goldene Regel zum Beispiel, 100 Conversions zum Beispiel, was auch immer Conversions sind. Das kommen wir dann noch später dazu. Ein paar Beispiele, ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Ich brauche zumindest mal 100 Conversions von irgendwas, also ob das jetzt ein Klick ist auf dem Kaufen-Button oder auf dem Termin-Button, Kaufen-Button vielleicht eher weniger, Termin-Button, oder ob das jetzt halt ein generierter Termin ist, ja, ein Erstgespräch, ein Analysegespräch, ja, aber ich brauche erstmal 100 Conversions, um überhaupt Lessons learned, also um überhaupt eine Lernkurve entstehen zu lassen, ja, in meiner ganzen Akquise-Tätigkeit über Google Ads. Ja. Das heißt, die vierte Regel ist, ich brauche mal 100 Conversions. Okay, 100 Conversions Minimum, ja, die brauche ich ungefähr. So, jetzt weiß ich schon mal, okay, es geht, Brands kann ich in der Regel nicht bieten, da muss ich andere Wege finden, gibt es auch, ja, ist ganz interessant. Da kommen wir nochmal im Detail drauf, in weiteren Videos dann hier Preisgestaltung. Ich muss mir grundsätzlich mal überlegen, okay, wie viel Budget habe ich, wie macht es Sinn, das einzusetzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie pro Klick 20 Euro zahlen muss, ja, und ich habe nur 1.000 Euro zur Verfügung, wird es irgendwie schwer mit den 100 Conversions. Ja. Dann die 100 Conversions ist das Minimum, das ist also so Pi mal Daumen. Ja. Und dann das nächste ist letztendlich, wie ist das Ganze drumherum? Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal hier eine Hürde, da eine Hürde, hier was limitiert, ist mit dem Budget limitiert, ist mit den Keywords limitiert. Wir brauchen aber ein bisschen limitiert in dahingehend, dass es uns nicht wirklich viel bringt, wenn wir weniger wie 100 Conversions haben. Auch das ist in gewisser Weise eine implizierte Limitierung. Ja? Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, mindestens 100 Conversions auf eine beliebige Anzeige zu bekommen, dann können wir keine Lernkurve entstehen lassen. Okay, auch das ist eine gewisse Weise Limitierung. Und jetzt müssen wir quasi hier eine sogenannte Holistic Methods. Ja? Also, die Lösung zu dem Ganzen ist der letzte Punkt. Ist letztendlich holistische Herangehensweise. Was meine ich damit? Du versuchst
hier Google Ads, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht isoliert zu betrachten. Ich meine, du kannst natürlich für andere Dinge, andere Produkte da draußen, andere Branchen, wie die zum Beispiel IT-Branche oder B2B, im B2C zum Beispiel oder E-Shops und so weiter, kannst du ganz isoliert Google Ads gerne auch betrachten, ja, wenn das dein Haupttreiber ist. Aber viele da draußen verwechseln das mit dem High-End-B2B-Segment, wo wir zu Hause sind, für unsere Kunden, dass sie sagen, ja, konzentriere dich auf diese eine Sache, auf diesen einen Traffic-Generator, ja, und maximiere das, optimiere das und so weiter und so weiter. Don't lose your focus. Die Sache ist nur die, dass dadurch, dass du so viele Limitierungen hier hast, ja, ist es häufig fast nicht rentabel oder fast unmöglich profitabel, Google Ads zu machen. Und du kommst, das bestimmt schon, deswegen vielleicht siehst du auch noch, immer noch dieses Video an, auch du die Erfahrung gemacht, dass du eine Google Ads Agentur beauftragt hast, deine Dienstleistung ist zum Beispiel Softwareentwicklung, deine Dienstleistung ist irgendwie Beratung, SAP oder sonstiges, und es kommen einfach keine Conversions und schon gar keine 100 Conversions. Es kommen keine Termine oder zu wenig etc. pp. Und der Hauptgrund dafür ist, dass letztendlich eine oder mehrere oder alle dieser Limitierungen eben greifen und du einfach keine Traktion gewinnst, ja, weil das Ganze einfach zu viel, sag mal, zu kostenintensiv ist für das, wo, an dem Level, wo du gerade dich befindest. Mit anderen Worten, du bist gerade im Mitbewerb mit Systemhäusern, die 50 Millionen im Jahr machen oder 150 Millionen und die natürlich ganz andere Budgets haben, und du spielst es quasi mit gegen die an. Und das kapieren die meisten Standard-Online-Google-Ads-Agenturen da draußen, die alle möglichen Kunden machen, also nicht nur Softwareentwickler. Die checken das nicht. Die verstehen nicht, dass man für Softwareentwicklung ganz anders Google Ads machen muss, auch mit einer ganz anderen Herangehensweise, nämlich mit einer holistischen Methode, als wie jetzt wieder in anderen Branchen. Ja, und das ist eben der ganz große Nachteil, wenn du jetzt quasi eine Google Ads Agentur beauftragst, die nur Google Ads macht den ganzen Tag oder vielleicht noch Landeseiten und Landingpages vielleicht noch oder vielleicht noch ein bisschen SEO und dies und das, aber für ganz viele unterschiedliche Branchen und Nischen oder auch innerhalb von IT, für viele unterschiedliche IT-Produkte und so weiter, weil du machst wieder andere, ganz andere Kampagnen, ein ganz anderes Game, wenn du zum Beispiel Infrastruktur verkaufst, das ist ja auch IT, als wie Softwareentwicklung. Du hast bei der Softwareentwicklung ganz andere Margen, als wie bei der IT-Infrastruktur. Ja? Oder zum Beispiel bei bestimmten SaaS-Produkten, wo du teilweise Customer Lifetime Values hast oder Margins, die irgendwie 80% sind oder irgendwie sowas, ja. Und bei der Softwareentwicklung hast du halt Margins, wenn du wirklich gut bist, hast du 30-35% maximal Margins. Ja? Selbst wenn du Nearshoring betreibst, ja, wird es nicht recht viel mehr werden, wenn du auch Qualität abliefern willst. Dann musst du einfach ein ganz anderes Game machen mit Google Ads. Und das schauen wir uns in weiteren Videos an. Du kannst ja auch gerne hier bei uns einen Termin buchen, dann können wir das mal direkt one-on-one, face-to-face besprechen. Hier unten irgendwo ist der Link. Bei mir auf der Webseite klein-marketing.com kannst du auch gerne vorbeischauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall. Bleib dran, Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis dann, ciao.